Dragon Ball Super. Die von Toriyama selbst als casual bezeichnete Fortsetzung von unser aller Lieblingsmanga Dragon Ball erntet regelmäßig Kritik und Häme im Netz. Sinnlose Storyplots, an den Haaren herbeigezogene Verwandlungen, Zeichnungen, die nicht ansatzweise an Toriyama-Sensei heranreichen. Doch was ist wirklich dran an all dem Hate? Im heutigen Video lese ich, bekennender Dragon Ball Ultra, den meistgehassten Dragon Ball Manga unserer Zeit und ihr begleitet mich von Anfang bis Ende. Damit wir am Ende die ultimative Frage beantworten können. Wie schlecht ist Dragon Ball Super wirklich? Leute, ich habe ein Problem. Wie ihr wisst, hat es sich ergeben, dass ich im absoluten Dragon Ball bzw. Akira Toriyama Fieber bin. Das seht ihr hier hinten. Ja, ich habe das jetzt alles nochmal rereadet. Dragon Ball Z, großer Teil meiner Kindheit, bla bla bla. Ich laber euch schon seit Wochen damit zu, wir haben im Podcast drüber geredet, etc. Jetzt habe ich Dragon Ball rereadet, ich habe die ganzen Toriyama-Shorts rereadet. Drei davon sind tatsächlich vergriffen in Deutschland. Die wurden hier massiv zusammengefasst von Carlsen. Dann habe ich hier die gelesen. Der siebte fehlt mir noch, den habe ich auf eBay gekauft, der kommt die Tage an. Und jetzt hole ich mir sogar Dragon Ball in den Einzelband, beziehungsweise lass es mir schenken, weil ich bin auch nicht verrückt und gebe wirklich Geld dafür aus. Jetzt haben wir folgendes Problem. Ich kriege einfach nicht genug. Ich möchte mehr Dragon Ball, aber es gibt nicht mehr Dragon Ball. Weil Toriyama selbst hat sich gesagt, ey, das war genug Dragon Ball. Das war alles, was ich machen wollte. Und jetzt kam mir die Idee. Es gibt ein Werk voller Hoffnung, das wir immer zerreißen und über das wir schlecht reden. Und von dem ich trotzdem jeden einzelnen Band hier besitze. Und ich könnte es jetzt mal auf Herz und Nieren prüfen. Ganz genau. Versteckt hinter zwei Yu-Gi-Oh!-Tinboxen, damit man die Schande nicht sieht, liegt dieses Werk. Und hold up, ich weiß, was ihr denkt. Hey, das ist kompletter Scheiß. Oh, du hast schon tausendmal gesagt, das ist schlecht, etc. Ja, ich habe den Anime geschaut, paar Filme, ich war kein Fan, ich habe einiges an Kritik, aber ich dachte mir, da ich meinen Urge nicht stillen kann, werde ich jetzt diese 20 Bände lesen. Und das ist neu, wir machen keine einfache Review, ich nehme euch live mit auf meiner Reise. Wir vloggen das Ganze wie damals beim Buchclub. Wenn das gut ankommt, kann ich mir vorstellen, in Zukunft immer meine Reviews so zu gestalten, beziehungsweise dann Buddy-Reade ich quasi live mit euch. Ihr könnt immer anhalten, wenn ich nach einem Band kurz was gesagt habe. Und wir werden die komplette Reise jetzt festhalten. Vielleicht sage ich zwischen den Bänden mal was zu irgendwas, was mir besonders auffällt. Nach jedem Band, nach jedem dritten Band nur. Auf jeden Fall wird das ein interessantes Video. Und ich glaube, ein cooles Format. Leider habe ich das ohne Mikrofon und Spiegelreflex etc. am Start, sondern nur mit Handy, weil sonst bin ich einfach zu eingeschränkt in meinen Möglichkeiten zu lesen und aufzunehmen und das so authentisch wie möglich zu übermitteln. Aber ich würde sagen, Leute, los geht's. Stellen wir uns der Frage, ist Dragon Ball Super wirklich so scheiße? Ich bereue das jetzt schon. So, Leute, wir gehen jetzt in Band 1 rein. Ich habe damals, glaube ich, die ersten 4, 5 Bände gelesen, dann habe ich den Anime immer mal wieder geschaut, die ganzen Filme nachgeholt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß, dass Toyotaro, er ist kein schlechter Zeichner, also er adaptiert Toriyamas Stil ganz gut, aber wenn es um Bewegungen, Paneling etc. geht, da ist er leider ein bisschen ein Versager, das kriegt er halt nicht so gut hin wie der Großmeister. Ihr hört von mir. Ihr hört sogar schneller von mir als gedacht, weil ich muss direkt zu Beginn mal was sagen. Diese Illustration von Kapitel 1 hier, die ist verdammt gut. Also, die ist verdammt gut. Das meinte ich gerade, als ich gesagt habe, Toyotaro kann den Stil von Toriyama verdammt gut adaptieren. Das sieht mega aus, aber es ist wie gesagt eine Illustration und hat halt nicht viel mit der Manga-Kunst an sich zu tun. Wie kommen da Bewegungen rüber? Wie ist die Story? Wie ist das Paneling? Ich möchte nur kurz sagen, diese Illustration ist wirklich sehr, sehr gut. Dragon Ball Super hat auch einige geile Cover. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Hallo, ich möchte kurz zwischenschieben. Ich bin immer noch beim ersten Band, weil ich habe im dritten einfach nicht weitergelesen. Und mir fallen jetzt schon so viele kleine, was heißt viele, mir fällt schon eine kleine Ungereimtheit auf, die in der Story gesehen von Dragon Ball ein bisschen schwierig ist. Und zwar sagt Beerus, er hätte Freezer befohlen, den Planeten Vegeta auszulöschen, obwohl das ja wichtiger Kern von Freezers Character Development ist, dass er Saiyajin so sehr hasst und so viel Angst vor dem Super Saiyajin hat, dass er das gemacht hat. Also da schadet Dragon Ball Super schon direkt der Dragon Ball Story, aber ich habe beschlossen, wenn ich jetzt bei jedem Fehler, der mir auffällt und bei jedem Band vor allem so einen Zwischenbericht mache, geht das Video 3 Stunden, das will keiner sehen. Das heißt, ich glaube, ich unterteile das in Arcs. Nach jedem Arc oder wenn jetzt wirklich noch was Besonderes passiert, wo ich sage, darüber muss ich jetzt reden, haue ich kurz einen Zwischenstand raus. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wie wir hier verfahren, weil sonst werde ich auch nie fertig. Also, weiter geht's. Jojo, verzeiht mir das schwitzige Outfit, ich war gerade noch trainieren. Ich bin jetzt mit dem ersten Arc durch, was nicht schwer ist, weil er hat nur 4 Kapitel und muss sagen, Digga, keine Ahnung, also es ist
es ist so viel falsch. Es ist einfach so viel falsch, ne? Also diese ganze Geschichte mit dem Super Saiyajin-Gott. Dann, dass der einfach erwacht. Der ist super unspektakulär. Direkt danach, muss ich sagen, wird dieser ganze Freezer-Film geskippt, den es gab, was Sinn ergibt, weil das war ein Film. Parallel dazu verstehst du aber nicht, woher kommt auf einmal der Super Saiyajin Blue. Und jetzt geht's schon in den nächsten Arc. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, dieses Turnier mit Champa. Es gibt teilweise gute Sachen, also teilweise wurden Bewegungen sehr gut dargestellt, aber die einzelnen Zeichnungen gesehen sind wirklich gut. Es ist viel zu viel Text, es liest sich nicht flüssig, es macht keinen Spaß, es ist keine Action in diesen Kämpfen. Der ganze Beerus-Kampf ging 3 Seiten, keine Ahnung. Das war sehr, sehr unspektakulär dafür, dass man da den Super Saiyajin-Gott auspackt. Ist auch egal, wir hören uns nach dem nächsten Arc. So, kurzer Zwischenstand, Ende von Tag 1 und mit dem zweiten Band, mehr habe ich heute einfach nicht geschafft, endet auch schon der zweite Arc, beziehungsweise beginnt der dritte. Also wir haben jetzt diesen, ja, 6. Universum, 7. Universum Turnier-Arc fertig. Keine Ahnung. Ich fand den Freezer-Charakter ganz cool, aber Frost hieß er, glaube ich. Ich fand Hit ganz cool, der kommt wohl nochmal vor. Und ich habe gemerkt, Toyotaro hat gar nicht so ein Problem mit Movement. Also tatsächlich schafft er es eigentlich schon, den Speed in diesen Manga reinzubringen, was ja eigentlich immer mein Hauptkritikpunkt ist. Aber es gibt in diesem Manga auch Interviews mit Toriyama hinten drin und mit Toyotaro. Und da sagt Toriyama, dass er kritisieren würde, wenn er was ändern könnte, dass er findet, Toyotaro hat teilweise einfach nicht so kreative Perspektiven. Und das würde ich vielleicht eher sehen. Die Perspektiven sind nicht so ganz das, was man von Dragon Ball kennt. Und teilweise ist es heavy textlastig. Also das war Dragon Ball nicht. Es wird sehr viel einfach erklärt anstatt gezeigt. Und es wird einfach so an den Haaren herbeigezogen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass dieser Goku Black Arc, den ich ja auch schon aus dem Anime kenne. Und danach hört es tatsächlich auch mit meinem Anime-Wissen. Danach bin ich eigentlich raus aus der Sache. Ich habe immer wieder was mitgekriegt, ne? Turnier der Kraft, Ultra Instinct, bla bla bla. Aber ich hoffe einfach mal, dass dieser Arc jetzt mal ein bisschen länger geht. Ja, gefühlt, ich habe jetzt in 2 Bänden 3 Arcs gehabt. Reicht jetzt auch mal. Gut, mal gucken. Wir hören uns, wenn ich den Goku Black Arc gelesen habe. Heute, was geht ab? Wir haben den zweiten Tag beendet und den dritten Arc. Band 5 habe ich jetzt durchgelesen. Das ist der Future Trunks Arc gewesen mit Zamas Goku Black. Auch der letzte, den ich im Anime gesehen habe tatsächlich. Dann habe ich nur noch mal kurz bei Turnier der Kraft da reingeschaut. Aber ab jetzt ist der Manga für mich zumindest so ziemlich komplett blind. Ich weiß zwar, was so grob passiert, aber ich habe ihn nicht mehr gelesen. Und was kann ich sagen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich unfassbar schnell lesen lassen. Das habe ich von Dragon Ball Super gar nicht erwartet, weil eigentlich ist das Paneling nicht ansatzweise auf dem Level von Toriyama. Es liest sich eigentlich nicht so fix. Es hat viel mehr Text, aber es ging wirklich, wirklich schnell. Also ich bin da jetzt durchgeflogen, in gefühlt 1,5 Stunden durch 3 Bände immerhin. Das heißt, das liest sich schnell, das normale Manga-Lesezeit fast schon. Man muss aber sagen, es gibt 2 Dinge, die mich übertrieben stören. Erstens die Verdummung von Son Goku. Das war schon im ersten Band, so in den ersten 2 Arcs. Das hat mich übertrieben genervt. Also der wird immer dümmer. Und ich verstehe nicht, ich verstehe das Comedy-Element dahinter, aber er ist basically wieder auf dem Stand von Dragon Ball Classic Goku. Und ich denke mir, manche Sachen würde Son Goku einfach nicht machen. Also der Dragon Ball Son Goku, den ich kenne, der Erwachsene, der würde manche Dinge einfach nicht tun. Und da ist der Charakter schon mal verfehlt. Zweitens finde ich die Lösung mit Zamas und Goku Black und so leider super schade irgendwie. Ich finde das ein bisschen sehr, sehr, ich habe das noch in Erinnerung, aber ich finde das sehr, sehr schwach, dass man keine Lösung hat und deswegen einfach den König von allem ruft, der dann alles kaputt macht. Also sehr cheap. Und ja, gibt noch ein paar Sachen, die nerven, dass die Potaras jetzt anders funktionieren. Das wirkt auch ein bisschen wie ein Asspull, aber das war ich ja alles schon gewohnt. Aber ich muss sagen, überraschenderweise hat es irgendwie Spaß gemacht trotzdem. Also ich kannte den Arc schon, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, es zu lesen. Also ich fand es gar nicht scheiße. Es ist nicht ansatzweise auf dem Level von Dragon Ball, aber ich hatte meinen Spaß damit. Ich bin sehr gespannt. Turnier der Kraft kenne ich auch hauptsächlich schon, was da passiert. Also danach wird es aber spannend für mich, der Moro-Arc, weil ich finde, Moro sieht super cool aus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, was soll ich sagen? Es gibt ein paar Sachen, die mich nerven. Goku viel zu dumm dargestellt. Keine Ahnung, ob es diese Trunks-Story überhaupt nochmal gebraucht hätte. Zamas an sich ist ganz cool, weil er tiefer beleuchtet wird mal, aber das Ende war cheap as fuck. Aber hey, immerhin. Und Vegetto ist wiedergekommen. Vegetto, reiner Fanservice, aber ich mag Vegetto übertrieben. Gehen wir ins Turnier der Kraft und dann hören wir uns wieder.
dritte Tag ist vergangen. Ich habe das Turnier der Kraft gelesen, beendet. Und, ja, was soll ich sagen, sehr viel, ja, das ganze, der ganze Arc bräuchte eine eigene Analyse und würde dafür stehen können, warum Dragon Ball Super die Probleme hat, die es hat. Ne? Der Ultra Instinct, klar, ist fucking episch. Im Anime kann man noch epischer mit seinem Soundtrack da. Warum ist C17 auf einmal so krass wie Goku? Er ist krasser als Goku, weil er einer ehrlichen Arbeit nachgeht, weil er Wilderer vertreibt. Er hat eine Cell Junior Insel. Es ist komplett verwirrend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal das Handy hier richtig hinhalten. Ich fand das Turnier tatsächlich ziemlich cool, diese ganzen Charaktere zu treffen, dass du hier, wie hieß sie denn, Kale oder so, die dann der legendäre Super Saiyajin in weiblich war. Mega, mega nice. Das hat mir gefallen. Es war auch nicht schlecht gezeichnet, also Toyotaro hat das schon drauf mit dem Movement, das ist ein sehr guter Zeichner. Ich würde tatsächlich sagen, müsste er nicht direkt in die Fußstapfen von Toriyama treten, wäre er wahrscheinlich so, also er ist safe besser als 80% aller aktuellen New-Gen-Manga-Zeichner, das ist sehr, sehr spannend, aber im direkten Vergleich stinkt es halt ab. Was mich wirklich nicht loslässt und was mich so unfassbar krass nervt, ist, wie dumm Son Goku ist, also... Es wurde hier auch wieder gezeigt, dieses klassische, hey, wieso musst du denn bei der Geburt dabei sein, als Vegeta sagt, er will nicht trainieren für das Turnier etc. Man hat ihn wirklich komplett resettet auf sein Classic-Game, auf seinen 11-jährigen Jungen oder 14, was er denkt, was er ist. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt nicht, dass man Son Goku so dämlich gemacht hat. Ich hätte es cooler gefunden, weil er hat ja in der Cell-Saga schon eine gewisse Weisheit entwickelt und in der Buu-Saga und die kommt ihm hier komplett abhanden. Ich check das nicht. Die ganzen Universen mal zu sehen war cool, verschiedene Saiyajin zu sehen, Namekianer, Frost wurde relativ schnell ausgeschaltet, das Freezer, das Freezer am Start ist cool, das C17 überhaupt wieder am Start ist auch cool, aber auch es wird nicht erklärt, ey, der hatte anscheinend schon immer eine Beziehung noch mit C18, also seiner Schwester am Start, die kannten sich noch, die haben noch Kontakt gehabt, aber keiner hat jemals darüber geredet, dass das auch so diese Ass-Pulls, Muten Roshi, der einfach einen Schlag von Jiren dodged, mehrere Schläge von Jiren dodged und dadurch Goku dazu bringt, den Ultra-Instinkt zu erwecken. Das alles geht mir vorne und hinten nicht rein. Naja, ich bin jetzt kurz vor der, also ja, ich bin jetzt genau bei der Galactic Patrol Saga, Arc, was auch immer, da wird, glaube ich, Moro kommen. Und Moro ist so ein Bösewicht, der sieht designmäßig so cool aus. Ich freue mich mega auf den und von dem weiß ich noch gar nichts. Also jetzt bin ich ab jetzt mich komplett ungespoilert. Ich hoffe, dieser Arc wird mich nicht so enttäuschen, wie die bisher, es ist wirklich, es ist genau, wie ich es mir dachte. Es ist ein sehr gut gezeichneter Manga, aber er ist einfach nicht gut und es ist keine Dragon Ball Fortsetzung, die dem Werk gerecht wird. Aber, mal gucken, vielleicht überrascht mich Moro. Zwischendrin werde ich aber von Toriyama himself, warte mal, diesen Short Stories Band lesen. Weil der ist von Toriyama selbst und beschäftigt sich mit Jaco. Und Jaco spielt ja jetzt auch eine relativ große Rolle wegen dieser galaktischen Patrolman-Geschichte. Damit ich den ein bisschen checke, lese ich das und dann lese ich weiter. Ich glaube, das ist die Experience. Bis gleich. Hallöchen, meine Freunde. Ich bin auch nicht mit Moro durch, ihr seht es selbst. Das heißt, es gibt noch nichts zu dem Arc zu sagen. Also doch einiges, aber egal. Ich möchte nur kurz sagen, ich habe ja gesagt, dass ich, bevor ich den Arc angefangen habe, den Toriyama-Short mit der Jacko-Story gelesen habe. Jacko, The Galactic Patrolman oder wie es heißt. Wo auch Dragon Ball Minus drin ist. Beides von Toriyama. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, bevor ihr in diesen Arc reingeht, diesen Jacko, The Galactic Patrolman Manga zu lesen von Toriyama. Gibt es auch auf Deutsch, ist immer noch nicht vergriffen und ist von Toriyama selbst, nicht von Toyotaro. Lustigerweise habe ich jetzt auch ein bisschen was gecheckt, also wo Jacko herkommt, dann sind da ein paar Insider auf dem Pack, Bulmas Schwester wird erwähnt und das sind alles Dinge, die du in Super gar nicht checkst, wenn du diese Kurzgeschichte nicht gelesen hast. Und qualitativ, es ist halt, diese Jacko-Band mit diesem Dragon Ball Minus am Ende war besser als jeder Super-Band bis jetzt. Das war halt, du merkst, es ist ein neuer Toriyama, also er hat einen anderen Stil inzwischen, aber er hat sein Spirit nicht verloren, also er ist immer noch einfach, er kann es halt, ne? Das ist eine lustige Geschichte, soll man nicht mit Dragon Ball verwechseln, aber gerade im letzten Kapitel werden halt so viele Fäden zu Dragon Ball gesponnen und das hat er tatsächlich sehr cool gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber wir hören uns jetzt, wenn ich was zu Moro Arc sage und den gelesen habe. Da habe ich jetzt schon einige Sachen, die mich nerven. Spreche ich aber dann gleich an. Also für euch gleich, für mich. Keine Ahnung, wie lange ich noch brauche. Der Arc ist tatsächlich der längste aktuell. Bis gleich. Warte, eine Sache muss ich noch anmerken, bevor wir endgültig zum Moro-Arc kommen. Nach dem Turnier der Kraft-Arc wäre eigentlich der Broly-Arc gekommen.
Und er wird hier abgehakt mit: Sorry, die Geschichte mit dir mussten wir leider rauskürzen. Mach's gut, Broly. Es ist so funny, weil der Broly-Film ist der beste, der wahrscheinlich, also das Beste, was Super hervorgebracht hat, und wahrscheinlich auch der beste Dragon Ball-Film. Alleine dafür hat sich Super eigentlich gelohnt, ist ein guter Standalone-Film. Aber ausgerechnet diesen Film nicht in den Manga zu packen, was schon beim Golden Freezer-Film dazu geführt hat, dass einfach nur Verwirrungen entstehen, wenn man nur den Manga liest. Aber jetzt den Dragon Ball Super-Superhero-Film, der in meiner Welt einfach nur grausam ist, in den Manga zu packen, ist eine Entscheidung, die ich nicht checke. Broly wahrscheinlich der coolste dieser Charaktere gewesen, aber na gut. Hallo, ich gehe jetzt gleich pennen. Und ich möchte noch mal einen Zwischenstand geben zum Moro-Arc. Sorry, ich denke die ganze Zeit, ich pack's bald, aber hier zieht sie es jetzt ganz schön. Ich muss sagen, ich habe gesehen, das Ding hat noch 4 Bände, Digga. Puh. Keine Ahnung, die Geschichte ist für mich gefühlt schon erzählt. Alles mit dem Bösewicht wurde gemacht. Sehr unspektakulär dafür, dass er so cool aussieht. Ich weiß nicht, wo das hingehen soll. Vegeta geht jetzt nach Yadrat. Goku lernt Ultra Instinct, okay, aber noch 4 Bände. Ich bin gespannt, wie sie das fühlen wollen. Wir hören uns diesmal wirklich am Ende vom Arc. Leute, wir sind gerade live im Stream und lesen Mangas. Wenn du irgendwann mal dabei sein willst, check die Beschreibung. Da ist irgendwo mein Chat-Link, Stream, Twitch, was auch immer Link. Das Ding ist, ich bin immer noch im Moro-Arc und ich habe gesagt, ich melde mich nicht mehr, bis der Moro-Arc durchgelesen ist. Aber ich kann nicht. Ich werde vergessen, wie viel mich hier drin abfuckt. Also erstens, Goku pullt gerade wieder den Move, Moro einfach eine Sensu-Bohne zu geben. Also es ist so dieses, hey, versprich mir, dass du gut wirst, dann helfe ich dir nochmal. Digga, einfach so viel recycelt in diesem Arc. Der Tod von Merus. Basically C16 gegen Cell. Morus ganze Fähigkeit, basically Cell auf Steroide. Das hier, basically Freezer-Ende. Nur mit einer magischen Bohne. Jeder weiß, was passieren wird. Es nervt mich, Digga. Es ist so null innovativ, was schade ist, weil der Ultra-Instinct Goku und Moro sehen so cool aus. Das sind wahrscheinlich meine Favorite-Super-Designs bis jetzt. Dieses Cover ist mega. Das hat easy, toppt das einige Dragon Ball Classic-Cover. Aber es ist so schade, Digga. Es nervt so krass. Diese Story ist so, die ist so Arsch, Mann, und langweilig und zu lang und vorhersehbar. Und Moro, was ist das, Digga? Ich weiß es nicht. Ja, aber okay. Jetzt hört ihr mich wirklich, wenn ich durchgelesen habe. Jetzt wirklich erst wieder dann. So, Leute, ich bin live on stream mit dem Moro-Arc fertig. Jetzt kommt direkt Granola und ich musste ja echt mittendrin ziemlich viel unterbrechen und wieder weiter vloggen, obwohl ich eigentlich jeden Arc nur am Ende einmal kurz zusammenfassen wollte, hat der mich gezwungen, 4 Zwischenstopps einzulegen. Es ist eigentlich genau das Gleiche passiert, was ich schon die ganze Zeit kritisiert habe. Erstens, diese 2 Designs sind so ultra cool. Die sind so ultra cool. Ultra Instinct, das ist wahrscheinlich das Coolste, was gemacht wurde. Moro, coolste, was designt wurde. Aber das war's auch schon. Designmäßig so krass, aber man versucht die ganze Zeit, dieser Dragon Ball Z-Form hinterher zu rennen, anstatt was Innovatives zu machen. Dieser ganze Kampf Ultra Instinct Goku gegen Moro ist basically Super Saiyan Goku gegen Freezer. So auch wie er da immer steht, wie er so cool ist, wie er allem dodgt, wie er einfach Moro total lächerlich macht. Nur, damit er am Ende wieder reinscheißt, Moro quasi zu so einem Cell wird, sich aufbläst, explodieren will, die Erde geht wieder kaputt. Also, das Problem mit diesem Arc ist, ich habe alles schon 1000 Mal gesehen. Ich kann Moro, wenn er noch so cool aussieht, ich kann ihn nicht, ich check den nicht. Ich habe echt viel von diesem Arc erwartet. Das ist auch der längste Super-Arc mit Abstand. Also, was heißt mit Abstand? Der Granola-Arc ist, glaube ich, 2 Kapitel kürzer, aber das sind immer noch 100 Seiten, weil ein Kapitel ist ja 50 Seiten lang. In den geht's jetzt direkt an das Ende mit diesem 37, der sich jetzt wieder neu zusammenbaut. Das ist auch so classic. Keine Ahnung. Das ist auch sehr inkonsistent, ne? Es wurde im Turnier der Kraft gesagt, Beerus hat den Ultra-Instinct noch nicht gemeistert. Und wenn Goku das schafft, würde er ihn ja übertreffen. Jetzt hat Goku den Ultra-Instinct gemeistert. Beerus anscheinend immer noch krasser. Also wir wissen nie, wie krass ist Beerus wirklich, obwohl er nie trainiert. Das sind alles so Dinge. Das war für mich bis jetzt. Die ersten 2 Arcs fand ich schon. Die gingen halt nur ein Band lang, ne? Der Kampf der Götter-Ding, das ist ein Film. Also, als Manga funktioniert er nicht gut, dann wurde Golden Freezer geskippt. Also ist im Manga auch nicht drin, was übrigens sehr, sehr dumm war. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Das ist für mich, glaube ich, so der fast schlechteste Arc. Nur den ersten finde ich schlechter und der ist ja nur so schlecht, weil es den schon als Film gab und er dann als Manga adaptiert wurde. Es ist schade, weil ich habe erwartet, dass ich den besser finde als den Zamas Arc oder den Turnier der Kraft Arc, aber es ist wirklich, Moro reiht sich ganz unten mit ein. Weil dieser Bösewicht hat keine Motivation. Ich check gar nicht, der hat nicht mal einen Charakter, der ist so leer. Also der bedeutet nichts. Der ist quasi einfach nur zusammengeklaut aus den 3 großen Dragon Ball Z-Bösewichten. Aber er hat nicht, ich weiß nicht mal, was er will. Man könnte jetzt argumentieren mit, da Freezer, Cell und Buu wollten auch alle nur stärker werden, beziehungsweise Buu wollte einfach essen oder gar nichts oder was auch immer. Aber das kannst du nicht mal so sagen. Also Cell hat immer noch dieses Ding gehabt, perfekt werden zu wollen. Und dann hatte er
aufgrund seiner Zusammensetzung dieses Turnier veranstaltet. Freezer wollte einfach, der war halt Space Hitler, aber was ist das? Bro, es ist langweilig. Ich hab's schon 8-mal gelesen jetzt inzwischen. Genau diese Story. Bangu Dark, auch sehr lang, viel zu lang gewesen. Diese ganze Merus-Geschichte. Einfach C16 neu gemacht. Mit militante Veganerin-Frisur. Keine Ahnung. Ich hoffe, der Granola-Arc wird besser. Viele sagen, der ist noch schlechter, aber ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, diesmal hört ihr mich nicht mittendrin, sondern erst wirklich am Ende, weil ich kriege ja Bardock-Content. Und ich bin ja Bardock-Fan. Deswegen bin mal gespannt. Wir hören uns. Moro. Eigentlich verdient der Moro-Arc alleine ein ganzes YouTube-Video von mir, wo ich erkläre, was mich so nervt. Weil ich kann dem gar nicht gerecht werden jetzt in dieser Vlog-Format-Geschichte. Wenn ihr wollt, schreibt mal in die Kommentare, ob ich ein ganzes Video nur zum Moro-Arc machen soll. Eigentlich hätte ich da schon Bock drauf. Kein Wunder, dass der Anime nicht weitergeht, weil das ist das Nächste, was er machen muss. Er ist schon undankbar. Okay, wir hören uns gleich wieder. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Es ist 23 Uhr am Samstag. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin durch mit dem Granola-Arc, mit Band 20, dem aktuellsten deutschen Band. Jetzt muss ich nur noch auf Manga Plus die restlichen aktuellen Kapitel nachholen, um zu guter Letzt was zum aktuellen Arc zu sagen. Ich glaube, das ist der Superhero-Arc, von dem es auch einen Film gibt, den ich eigentlich schon gesehen habe. Das heißt, ich weiß schon, was passiert. Das wird wieder ziemlich langweilig, weil ich fand den Film nicht sehr gut. Aber was kann ich zum Granola-Arc sagen? Puh, es ist schwierig. Viele fanden den schlechter als den Moro-Arc. Lazar fand den schlechter, Fabio, mein Homie, fand den schlechter. Ich fand ihn tatsächlich besser als den Moro-Arc. Weil das Ding ist, ich mochte Granola gar nicht. Ich mochte auch Gas nicht. Ich mochte diese ganzen Heaters nicht. Mir hat das alles nicht gefallen. Ich fand das super wack, dass es da einfach einen Planeten gab mit zwei kleinen Mini-Dragon Balls. Und dann ist das ganze Konzept, dass Leute sich wünschen, dass sie super stark werden. Und dieser kleine Drache aus diesen zwei Mini-Dragon Balls kann die auch einfach mal zu den stärksten im Universum machen. Die verlieren ein bisschen Lebenszeit, beziehungsweise fast alles, aber okay. Das ist der Grind, ja. Das heißt, theoretisch gibt es überall unendliche Planeten. Könnte sein, dass immer überall irgendwo ein Namekianer ist, der zwei Mini-Dragon Balls erschaffen hat. Und jeder könnte irgendwann mal einfach der stärkste werden. Das gibt etlichen Room für etliche Plotholes. Dieser ganze Kampf war weird und das war einfach Quatsch. So, das ist aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, am Ende kommt dann einfach Black Freezer und regelt die Sache. Freezer, der einfach einen Raub von Geist und Zeit gespawnt hat und jetzt eine Form hat, die literally schwarz ist, regelt alles und ist wieder der neue Main-Villain, ja? Das ist das Ding. Wieder mal hat es jemand anders geregelt. Bei Zamas hat es Zeno geregelt. Beim Turnier der Kraft hat es C17 geregelt. Also keine Ahnung, ist es bei Moro. Ja, tatsächlich hat es da irgendwie Goku geregelt. Aber auch diese komische Susanoo-Form von Goku jetzt, die da irgendwie gefühlt von Naruto geklaut ist, ja, in seinem Ultra-Instinkt, wo er immer so groß wird und dann Leute mit seiner Aura packt. Und keine Ahnung, ich finde das mega weird. Der einzige Grund, warum ich es besser als den Moro-Arc finde, ist, dass ich Granolas Motivation trotzdem irgendwie, also sie war halt da, ne? Moros Motivation war einfach nicht da. Und ich mochte die Bardock-Szenen. Ich bin ein großer Bardock-Fan. Bardock wahrscheinlich einer meiner Lieblingscharaktere. Top 3 Dragon Ball-Charaktere. Trotzdem, es ist wesentlich schlechter auch wieder als Turnier der Kraft und Zamas gewesen. Und ich habe am Zamas-Arc ja schon so viel kritisiert, ne, an diesem Goku-Black-Ding. Und trotzdem ist es bis jetzt der beste Arc. Und es ist schon so, das ist echt kein guter Arc gewesen. Und dennoch habe ich das so schnell gelesen, es hat sich viel schneller gelesen als der Moro-Arc. Und ich merke wieder, das Problem von Dragon Ball Super ist gar nicht, wie es gezeichnet ist. Das sage ich zwar immer, guck mal dieses Cover an. Das Cover ist schon wieder bosshaft as fuck. Der Band ist auch ganz neu in Deutschland draußen. Es ist nicht schlecht gezeichnet. Das ist nicht auf Toriyama-Level, niemals. Das ist aber nicht schlecht gezeichnet. Trotzdem, dieser Arc hat wieder so viele Probleme, so viel Recyceln. Wir packen den Raum von Geist und Zeit aus. Magische Bohne, ups, sie wurde verloren. Ups, sie wird wieder benutzt. Das passiert auch andauernd. Kriegen aufs Maul, magische Bohne verloren. Kämpfen, kriegen wieder aufs Maul. Irgendjemand kann heilen, dann wird jetzt schon zum dritten Mal irgendein Namekianer gespawnt. Das ist, also, es ist total lächerlich. Ich habe gar keinen Bock auf diesen Superhero-Arc. Und dieses eine Kapitel, wo Trunks und Goten jetzt Saiyaman waren, dazu sage ich jetzt gar nichts. Das war kompletter Bullshit, habe ich nicht gebraucht. Aber egal. Ich hab's durchgelesen. Und jetzt lesen wir noch auf dem Handy die letzten paar Kapitel. Dann sage ich noch was zum aktuellsten Arc, dem Superhero-Arc. Und dann haben wir es geschafft. Yes! Und am Ende gibt's natürlich ein Fazit. Ein richtiges Fazit, wo ich nochmal alles zusammenfasse. Ich bin so müde. Aber ich hab's geschafft. Jetzt noch, 1 Uhr nachts. Ich wollte es jetzt heute unbedingt hinter mich bringen, damit ich das Video morgen fertig machen kann. Hab noch ein bisschen was zu schneiden, noch ein bisschen was aufzunehmen, das alles aufzupolieren, damit es für euch auch wenigstens irgendwie cool ist.
Was soll ich sagen? Superhero Arc. Ich war kein Fan vom Film. Orange Piccolo, totaler Asspull. Ich weiß nicht, warum Shenlong einfach entscheiden kann, dass er Piccolo mehr Energie gibt. Beast Gohan, reiner Fanservice, aber ich finde die Form ganz cool, I guess. Cell Max, totale Enttäuschung, redet nicht mal, einfach nur Cell recycelt in richtig wack. Actually, das Coolste ist noch, dass es einen kleinen Vorspann gibt, der vor dem Film spielt, sodass Dr. Hedo wenigstens Sinn ergibt und eine Connection zu Trunks hat, beziehungsweise zu Capsule Corporation. Und dass so Szenen abgeändert wurden wie die, wo Son Goku im Film vergessen hat, warum Vegeta meditiert und warum Meditieren überhaupt was bringt. Hier sagt er nur, hey, Vegeta ist unlikely für dich zu trainieren. Also das wurde anscheinend abgeändert, weil sich da echt viele Leute drüber aufgeregt haben, dass Goku auf einmal nicht mehr weiß, wofür Meditation gut ist. Alles in allem der Manga wieder mal besser gewesen als der Film. Aber immer noch lang nicht gut. Also ich glaube, das ist mein least favorite Arc tatsächlich. Und was mir zu sagen bleibt jetzt am Ende, diese 101 Kapitel, die ich jetzt gelesen habe, wir wissen nicht, was jetzt im nächsten Arc passiert. Man kann es jetzt nicht sagen aus dem aktuellen Kapitel. Was bei diesem Manga das Ding ist, ist, er ist auf keinen Fall so schlecht gezeichnet, wie ich dachte. Er hat einige Story-Probleme, er kommt nicht ansatzweise an Dragon Ball ran. Er hat gerade ab dem Moro-Arc so oft so viel versagt. Er hat mich so viel genervt und aufgeregt, fast schon als Dragon Ball-Fan. Und trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich bin super schnell durch diese Bände geflogen. Nur im Moro-Arc hatte ich wirklich so ein kleines Tief, wo ich mir dachte, boah, zwei Bände kürzer wäre schon nice. Es ist funny, weil wir haben jetzt 101 Kapitel, wir wissen nicht, wohin der nächste Arc geht. Und ein Kapitel ist immer 50 Seiten lang. Ich finde aber tatsächlich, dass das Dragon Ball Super ganz gut tut. 20 Seiten Kapitel und dafür Weekly wäre nicht gut für den Manga. Ist er jetzt deswegen gut? Na, nein. Gerade als Dragon Ball Fan, der das OG Dragon Ball mag, ist Dragon Ball Super vielleicht ganz nice, um irgendwie nochmal mehr Dragon Ball Content zu kriegen, aber es ist halt nicht genau das gleiche von der alten Formel und es ist auch nicht genauso gut wie die alte Formel. Man muss wissen, man macht hier definitiv Abstriche. Vor allem im Paneling, vor allem in der Story, vor allem in den Charakteren, vor allem in den Verwandlungen. Würde ich Dragon Ball Super jemanden empfehlen, der gar kein Feeling zu Dragon Ball hat? Nein. Die meisten New Gen Battle Shonen, die ich kenne, können Dragon Ball Super easy in die Tasche stecken. Außer in einem Punkt. Und da habe ich jetzt beim Manga lesen gemerkt, dass ich tatsächlich dem Werk sehr viel Unrecht getan habe. Es ist nicht schlecht gezeichnet. Toyotaro ist nicht ansatzweise ein so guter Zeichner wie Toriyama, einfach weil er die Bewegungen, worum es Toriyama ja in seinem Originalwerk ging, es ging ihm, hat er selbst gesagt, darum Raw Speed darzustellen, Bewegungen, geile Kämpfe, das ist Toyotaros größte Schwäche, aber er ist ein sehr, sehr guter Zeichner. Zeichnerisch snackt er die meisten New-Gen-Mangaka, die ich kenne, weg und ich finde, wenn man rein das Artwork anschaut, ist das auf jeden Fall gelungen und man sollte es sich mal anschauen. Er hat teilweise die schönsten Cover überhaupt in Dragon Ball Super rausgehauen, die auch besser sind als einige Dragon Ball OG Cover oder als sehr, sehr viele New Gen Shonen Cover in general. Das hier zum Beispiel ist ein unfassbares Cover. Das ist wahrscheinlich Top 3 Cover in meiner ganzen Sammlung. Und ich muss sagen, ich als Dragon Ball Fan, als wirklich jemand, der dieses Werk liebt, hab genauso viel Hass wie jetzt auch ein bisschen Liebe für Dragon Ball Super übrig. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Teilweise war es auch lustig, einfach sich zu denken, woher kommt jetzt der nächste Asspull? Wie will mich die Story jetzt irgendwie überraschen oder wie will ich jetzt sagen, boah, das ergibt doch gar keinen Sinn. Sich ein bisschen drüber aufzuregen, ist auch eine Art des Enjoyments. Und ich kann nicht sagen, dass ich es bereut habe, jetzt diese 20 Bände zu lesen. Das wäre einfach gelogen. Finde ich, das ist eine würdige Dragon Ball Fortsetzung? Auf keinen Fall. Finde ich, ist es einer der besten New-Gen Battle Shonen? Auf keinen Fall. Chainsaw Man ist besser, Hell's Paradise ist besser und ja, es ist kein New-Gen, aber damit ihr auch ein bisschen auf eure Kosten kommt, One Piece ist auch besser, obwohl es schlechter gezeichnet ist inzwischen. So viel sei mal dahingestellt. Dragon Ball Super hat sehr viele Schwächen und meistens auch genau die, die angesprochen werden. Das Einzige, was ich neu entdeckt habe, ist, dass es relativ viel Spaß macht, es zu lesen. Vielleicht bin ich auch einfach ein so großer Dragon Ball Fan, dass ich einfach wissen will, wie die Story jetzt theoretisch weitergeht. Man merkt auch auf jeden Fall, dass in den ersten 2-3 Arcs Toriyama noch viel mehr involviert war. Das sieht man auch daran, dass im Manga hinten immer Interviews mit ihm und Toyotaro waren. In den aktuellen 2 Arcs ist das gar nicht mehr der Fall. Trotzdem muss ich meine ursprüngliche Wertung korrigieren, denn ich hatte Dragon Ball Super auf meiner Anime-List eine 5 von 10 gegeben und ich gehe tatsächlich hoch auf eine 6,5 von 10. Denn sei die Logik schlecht, mag die Story absolut keinen Sinn ergeben. Und auch wenn Son Goku auf einmal wieder absolut intelligenzgemindert ist, wie im allerersten Band Dragon Ball, ich hatte irgendwie Spaß. Ich hatte Freude, das durchzulesen. Keine Ahnung. Ich hatte Freude, meinen Freunden Lazar und Fabio mittendrin zu schreiben, ey, wie dumm ist das denn? Gleichzeitig hat mich manches auch überrascht und bei manchem dachte ich mir, ey, echt cool, dass das irgendwie trotzdem jetzt noch so gemacht wurde. Schade, dass der beste Arc für mich der Zamas-Arc war, der Goku Black-Arc, obwohl der schon so viele Schwächen hat und so schlecht gelöst wurde. Das spricht fürs Werk. Muss man es lesen? Nein. Muss man es als Dragon Ball-Fan lesen? Nein. Wenn man aber ein Dragon Ball-Fan ist
ein bisschen Abstand nimmt und einfach nur, keine Ahnung, ein bisschen Spaß haben will, kann man es schon mal lesen. Also auf keinen Fall so schlecht wie Boruto. So, das waren meine Gedanken zu Dragon Ball Super. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, ob du mehr Videos dieser Art willst zu anderen Manga, wo ich euch quasi mitnehme und von Anfang bis Ende vlogge, wie ich den kompletten Manga lese. Könnte natürlich spoilermäßig schwer werden, aber ich fand das Konzept eigentlich ganz cool. Mal gucken, wie es ankommt. Mach's gerne wie die Leute, die hier vorbeilaufen, den Kanal monatlich mit einem kleinen Betrag unterstützen und dafür manche Videos eher kriegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!